So, wir haben eine weitere Akquise-Methode. Es geht hauptsächlich oder es geht eher um Nachfassen, aber auch nicht ganz Nachfassen, weil, und jetzt hau mal bitte eine 3 in den Chat, wenn du, egal über welche Plattform du akquirierst, immer wieder mal Leute hast, die du anschreibst, die allein schon auf deine erste Nachricht gar nicht mehr antworten. Egal, was deine erste Nachricht ist, wenn du einen Leitfaden hast, wenn du einfach nur Hey schreibst am Anfang, wenn du deinen Promo-Flyer verschickst, was auch immer. Okay? Mega. Ich bin offensichtlich nicht die Einzige. Um bei diesen Menschen nachzufassen, gibt es unterschiedliche Methoden. Und du wirst unterschiedliche Methoden kennenlernen in den nächsten Tagen, wie gesagt, unter anderem die Fließbandakquise. Aber darum geht es nicht heute. Ja, der ein oder andere kennt es, es ist meine Lieblingsnachfassmethode. Ja, aber ich habe einen kleinen Text vorbereitet, ja, eine kleine Nachfass beziehungsweise noch ein Impuls gebt, Nachricht, weil ich sag mal so, oftmals prospecten wir Leute, ja, und wir machen es prinzipiell auch richtig. Wir gehen auf die Leute ein, die uns geantwortet haben, ja, und kümmern uns gar nicht um die, die nicht mal auf die erste Nachricht geantwortet haben. Allerdings, seit ich angefangen habe, auch bei diesen Menschen immer wieder nachzufassen, habe ich immer mehr gemerkt, dass die Leute eigentlich doch offen sind, nur irgendwie total Angst davor hatten, dass ich denen irgendwie einen Shake oder sonst was verkaufen will. Ja? Und dadurch, dass sie das meistens aus der ersten Nachricht nicht rauslesen können, dass wir keinen Produktverkauf betreiben, ja, antworten die allein schon auf die erste Nachricht nicht. Deswegen, ihr kennt vermutlich oder die meisten kennen meine Instagram-Akquise-Methode mit der Videonachricht, wo ich sage, hey, erstmal vorab, keine Sorge, ich will dir nichts verkaufen und, und. Und so einen ähnlichen Text habe ich verfasst. Ich schicke den gerade noch mal kurz in die Gruppe. So, ich gucke mal gerade, ob ich den weiterleiten kann in die andere. Moment, weiterleiten, weiterleiten. Da, weiterleiten. Ah, perfekt. So. Und zwar steht in dieser Nachricht, das sind Leute, die auf deine allererste Nachricht erst gar nicht geantwortet haben. Ja, und zwar steht in dieser Nachricht, hello, hello, dieses hello, hello, hi, hi, ist voll mein Ding. Wie gesagt, hab keine Angst davor, den Text, die Leitfäden zu personalisieren, okay? Ich schreibe immer hello, hello oder hi, hi oder hola, das ist, ja. Ich hatte dich ja schon mal angeschrieben und dachte, ich schreibe dir jetzt einfach kurz nochmal. Erstmal kurz vorab, ich will dir nichts verkaufen, keine Shakes, Drinks, sonst was. Ganz im Gegenteil. Ich arbeite online, ohne Produkte zu verkaufen und connecte mich da gerne mal mit neuen Leuten. Und ich finde aus, du siehst aus wie ein offener Mensch, deswegen hatte ich dir auch geschrieben. Ich schicke dir mal ein Video durch, wo alles geklärt wird. Vielleicht magst du es dir ja einfach mal anschauen. Dann der Link vom Video von, ich persönlich benutze das von Ilya Zubix. Na, falls du noch Fragen dazu hast, kannst du dich gerne einfach melden. Normalerweise verschicke ich niemals Videonachrichten, ohne dass ich mit der Person im Gespräch bin. Ich frage die Person, bis wann kannst du es anschauen, bliblablub. Aber wenn die Person auf deine allererste Nachricht nicht geantwortet hat, auf deine allererste Nachricht auf Instagram, auf Facebook, auf Snapchat, wo auch immer, auf deine allererste Nachricht nicht geantwortet hat, dann musst du vermutlich eh immer weiter prospecten. Und all die Leute, die auf deine allererste Nachricht nicht geantwortet haben, die gehen irgendwann unter. Aber darunter sind Menschen, die Bock auf Trading haben. Darunter sind Menschen, die Bock auf dieses Business haben. Die haben nur keinen Bock, irgendwas zu verkaufen und denken, dass du vielleicht zu solchen Leuten gehörst, die denen jetzt irgendwelche Shakes oder so verkaufen wollen. Okay? Deswegen, im Prinzip sind das eh verlorene Prospects. Das heißt, entweder sie schauen es sich an oder, wie schon davor, sie sind verlorene Prospects. Okay? Aber du hast denen auf jeden Fall mal einen Impuls gegeben und vielleicht schauen sie sich das Video an, halten nichts davon. 2 Monate später passiert irgendwas in ihrem Leben, ja, und ihnen kommt in den Sinn, Moment mal, da hat mir doch da irgendwer mal so ein Video geschickt, ich schaue es mir jetzt nochmal an und vielleicht sind sie dann erst offen dafür. Aber du hast zumindest trotzdem dafür gesorgt, dass du ein Video verschickt hast, dass du jemandem diesen Zugriff zu den Informationen ermöglicht hast. Okay? Deswegen, was wir jetzt tun werden, ich weiß, die letzten Tage hat jeder akquiriert, sei es Snapchat, sei es Instagram, ja, oder vielleicht sogar auf WhatsApp. Ich habe ein paar Leute, die haben über meine Promotion oder mich über meinen WhatsApp-Link angeschrieben. Ich habe mich kurz vorgestellt und dann kam keine Antwort mehr. Ja, denen werde ich das auch rausschicken. Das heißt, jeder, der auf deine erste Nachricht nicht geantwortet hat, dem darfst du jetzt diese Nachricht hier durchschicken. Wie gesagt, ich möchte das noch 1000 Mal erwähnen. Ich stoppe ganz kurz das Recording, weil das war es soweit da.